Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich so eine Duscharmatur richtig wechseln und somit zum Beispiel gegen eine mit Thermostat austauschen kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir die entsprechende Wasserzuleitung im Uhrzeigersinn absperren. Im Einfamilienhaus ist es normalerweise so, dass das Ventil beim Wasserzähler für Kalt- und Warmwasser zuständig ist. Und bei einem Mehrfamilienhaus kann beides auch oftmals separat für jede Wohnung extra abgesperrt werden. Danach die Duscharmatur mal so lange mittig öffnen, bis wirklich kein kaltes und auch kein warmes Wasser mehr kommt und wir können danach die Armatur auch schon richtig austauschen. Zuerst die untere Verschraubung mal gegen den Uhrzeigersinn lösen. Diese ist ja normalerweise für die Duschbrause gedacht. Danach die hinteren zwei Verschraubungen einmal wieder mit einer Armaturenzange oder mit einem passenden Gabelschlüssel gegen den Uhrzeigersinn lösen. Und wichtig hierbei ist, dass man jetzt am besten mal noch mit einer Hand das Ganze hier vorne festhalten sollte. Und mit der anderen Hand können wir jetzt auch schon abwechselnd diese Verschraubung lösen, so dass sich auch anschließend nichts spießen kann. Wenn sich deine beiden S-Anschlüsse nicht mitgedreht haben beim Rausziehen, so wie es bei mir jetzt der Fall ist, das Ganze in etwa im Wasser ist und auch die genormten 15 cm Mitte-Mitte Abstand vorhanden sind, dann können wir diese eigentlich mit gutem Gewissen drin lassen, müssen jetzt eigentlich nur unsere alten Rosetten entweder runterdrehen bzw. runterziehen oder können diese natürlich auch einfach drauf lassen. Falls sich die S-Anschlüsse doch etwas mitgedreht haben, würde ich diese sicherheitshalber auf jeden Fall noch einmal komplett rausdrehen, danach erneut abdichten und wieder dementsprechend eindrehen. Hierfür habe ich aber auch schon ein extra Video auf meinem Kanal gemacht, dass das Ganze danach auf jeden Fall noch dicht ist. Wie gesagt, bei mir passt es aber soweit, weswegen ich mal meine neue Duscharmatur zur Hand nehme. Anschließend muss ich noch die entsprechenden Flachdichtungen bei den zwei Verschraubungen eingeben und dann kann ich das Ganze auch schon mal relativ gerade ansetzen. Schaue, dass die Gewinde auf jeden Fall schon mal per Hand anpacken. Links schaut das Ganze relativ gut aus, auf der rechten Seite auch. Und dann muss ich wie zuvor auch beim Abschrauben immer mal wieder rechts anziehen und auch wieder links, dass ich hier wieder nichts spießen kann. Natürlich sollten wir auch hier wieder mit unserer Armaturenzange ansetzen, etwas stärker nachziehen, dass es auch wirklich dicht ist. Mit dem Gabelschlüssel geht es natürlich genauso. Dann die Dichtung in unseren Brauseschlauch hineingeben. Diesen können wir auch von hier unten einmal im Uhrzeigersinn festdrehen. Normalerweise sollte da übrigens auch handfest vollkommen ausreichen. Und nun drehe ich mein Schrägsitzventil wieder langsam gegen den Uhrzeigersinn auf, so dass sich die Rohrleitung gleichmäßig mit Wasser auffüllt. Zum Schluss kann ich übrigens noch den Hinweis geben, dass wenn das Ventil ganz geöffnet ist, dass wir es wieder circa eine halbe Umdrehung zurückdrehen. Das hat jetzt einfach den Sinn, dass sich das Ventil nicht so schnell festfressen kann und einfach länger gängig bleibt. Im nächsten Schritt können wir unsere neue Duscharmatur schon mal langsam öffnen, so dass auch die restliche Luft überall rauskommt und danach können wir auch wirklich super schauen, ob alles dicht ist. Meine zwei hinteren Verschraubungen fühlen sich mit den Fingern auf jeden Fall trocken an. Diese sollten dicht sein, jedoch kann ich erkennen, dass hier vorne noch etwas Wasser rausläuft. Deswegen doch einmal nochmal die Armaturenzange ansetzen, das Ganze etwas stärker nachdrehen, erneut überprüfen und dann haben wir auch schon unsere Duscharmatur richtig ausgetauscht. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens so eine neue Duscharmatur, ein Duschstangenset oder auch einen Gabelschlüssel mit einer Armaturenzange zulegen möchtest, dann am besten mal unterhalb des Videos auf den entsprechenden Link in der Videobeschreibung klicken und du kommst direkt zu den Produkten von Markenherstellern auf Amazon. Falls dir das Video gefallen und auch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.